Diese Sendung widmen Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg, die Stadtwerke Bruck, die Stadtgemeinde Kapfenberg, die Stadtgemeinde Bruck, die Mürztaler Verkehrsgesellschaft und der Wirtschafts- und Tourismusverband der Einkaufsregion Kapfenberg. Frisch war es heute Morgen. Bei Minusgraden lag der Rekordwert in unserer Region in Zeltweg bei minus 12 Grad. Auch morgen früh heißt es wieder warm anziehen. Herzlich willkommen bei Mürztal aktuell am heutigen Dienstag. Damit gleich zu den Meldungen. Das richtige Aufbereiten von Eis in einer Eishalle oder im Freien ist für die Eisläufer und Eissportler von großer Wichtigkeit. In Österreich gibt es für diese Tätigkeit als Eismeister eine Ausbildung. Ein solcher Kurs findet zurzeit gerade in Kapfenberg statt. Als Eishallenbetreiber war es unsere Absicht und ist es unsere Absicht, gut ausgebildete Mitarbeiter zu haben, die wissen, was Kundenorientiertheit heißt, die aber auch wissen, was fachlich in einer Eishalle zu tun ist. Wir haben im Rahmen der Eishallenbetreiber 2009 in einem Kongress in Villach uns mit dem Thema beschäftigt und haben die Lösung gefunden, im Rahmen von Erwachsenenausbildung Ausbildungsmodule für Eismeister anzubieten. Jetzt macht dieser Herr, kann es auch eine Dame sein, mit ziemlicher Sicherheit, wenn es eine gibt, was macht dieser Herr bzw. diese Dame in diesem Kurs? Das ist manchmal ein Thema, wenn Sie in den Kurs kommen, wissen Sie das oft auch noch nicht. Und da beginnen wir. Wir beginnen einmal mit Selbstvertrauen. Wir beginnen, die Arbeitsbereiche abzustecken und zu erklären, wo die Verantwortungen liegen. Ein Eismeister, lassen Sie mich mit anderen Worten sagen, ein Eismeister ist das Gesicht der Eishalle. Den Eismeister kennt jeder. Den kennt jeder Publikumseisläufer, den kennt jeder Sportverein. Und er wird in Wirklichkeit, wird er ganz maßgebend am Image der Eishalle beteiligt sein. Das heißt, Kundenorientiertheit wollen wir vermitteln. Wie verbessern wir die Kundenorientiertheit? Und natürlich das Fachwissen, die ganzen Sicherheitsbereiche. Die Eishallen arbeiten ja mit Ammoniak. Das heißt also, ich habe umweltrelevante Themen. Ich habe Sicherheitsthemen für die Mitarbeiter. Ich habe Sicherheitsthemen für das Publikum natürlich. Und ich habe Sicherheitsthemen für die Haustechnik. Der Kurs zum Eismeister soll das Wertgefühl heben, um dem Eismeister den Stellenwert zu geben, den er für die Sportler und Hobby-Eisläufer sein soll. In Kapfenberg ist man jedenfalls zufrieden mit den Eismeistern. Nach dem Trainingslager in Slowenien trainierten die Kapfenberger Falken gestern und heute im Kapfenberger Stadion, bevor es am Mittwoch zum Trainingslager in die Türkei geht. Ja, die Bedingungen waren perfekt, also das Hotel mit der Therme und die zwei Fußballplätze waren wirklich 1A. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, haben uns deswegen auch sehr gut aufs Fußballspielen konzentrieren können. Es waren intensive 10 Tage, es war ein bisschen andere Vorbereitung wie unter dem Werner Gregoritsch, aber ja, wir müssen viel arbeiten, das wissen wir Spieler und deswegen können wir wirklich eine positive Bilanz ziehen. Wir haben ein Testspiel gewonnen, also ja, so kann es ruhig weitergehen. Für die Kapfenberger ist es wichtig, die Frühjahrssaison positiv zu starten, um noch eine reelle Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir Spieler haben auch keinen Plan B. Also was ich weiß, glaube ich, laufen wir 90% der Verträge nur für die Bundesliga. Für das kämpfen wir Spieler, weil wir wissen, es ist nicht so leicht, dass vielleicht, wenn du absteigst, dass du einen neuen Verein dann in der ersten Liga findest. Wir fühlen uns, glaube ich, alle wohl in Kapfenberg. Wir wollen in Kapfenberg bleiben. Wir wollen Bundesliga-Fußball haben in Kapfenberg. Und deswegen konzentrieren wir uns sehr, sehr in der Vorbereitung, weil eben wir das Ziel erreichen wollen. Und ich bin auch überzeugt, dass wir das erreichen. Also aus meiner Sicht braucht man keinen Plan B. 7 Punkte Rückstand auf Mattersburg und nur mehr ein Spiel gegen den unmittelbaren Gegner jetzt. Da wartet eine große Aufgabe. Ich glaube, wichtig sind die ersten 2, 3 Spiele, um gleich einmal Selbstvertrauen zu tanken. Das erste auswärts, das zweite daheim. Sehr, sehr wichtig. Also ich sage auch, nicht nur jetzt einmal die Meisterschaft, es ist jetzt auch in der Vorbereitung jetzt in der Türkei, wir haben 3 internationale Tests. Die müssen auch positiv verlaufen, sage ich mal, weil da so holst du auch das Selbstvertrauen. Also du kannst jetzt nicht nur in der ganzen Vorbereitung verlieren, sage ich mal so, und dann am ersten Spieltag sollst du das wieder alles ablegen. Also das hast du schon alles im Kopf. Also lege ich auch großen Wert jetzt auf die Freundschaftsspiele. Den ersten Schritt haben wir jetzt gemacht, wie gegen St. André, ist zwar nur ein Zweitligist, aber auch der Spielnummernaufstieg.
Und ja, so soll es jetzt weitergehen. Und dann natürlich in der Meisterschaft, ja, die ersten zwei Spiele, Admira und ich sage dann zu Hause wieder Neustadt, sind sehr richtungsweisende Spiele, sage ich mal so. Da hoffen wir natürlich, dass wir mal in Rückstand verringern können. Und dann bin ich sehr, sehr überzeugt, dass wir eben Mattersburg noch reinholen. Jetzt heißt es, für alle an einem Strang zu ziehen und das fast Unmögliche möglich zu machen. Für die Falken ist es nämlich nicht 5:05, sondern bereits knapp vor 12. Ein Bademeister der Badewonne Kapfenberg rettete einem Volksschüler im Sommer des Vorjahres nach einem Badeunfall das Leben. Der Unfall hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, bereits in jungen Jahren schwimmen zu lernen. Die Stadt Kapfenberg hat darauf reagiert. Schwimmen können oder schwimmen lernen, das ist wichtig. Vor allem in jungen Jahren kann das bereits Leben retten, was ein Badeunfall mit einem Volksschulkind im Sommer des vergangenen Jahres im Freibad Kapfenberg beweist. Jetzt hat man in dieser Hinsicht von Seiten der Stadtgemeinde Kapfenberg reagiert. Das ist richtig. Der Gemeinderat der Stadt Kapfenberg hat im Vorjahr beschlossen, nach diesem Badeunfall einen Gratis-Schwimmkurs für alle ersten Klassen der Volksschulen der Stadt Kapfenberg anzubieten. Und heute macht die Volksschule Dr. Theodor Körner den Auftakt. Wie weit reagieren eigentlich die Eltern auch auf solche Dinge? Wir hoffen natürlich, dass die Eltern mit den Kindern dann ins Bad gehen. Und ich glaube schon, dass das für die Eltern auch gut ist, wenn sie wissen, dass ihre Kinder schwimmen können. Der Sicherheitsgedanke ist ja in Freibädern oder in Hallenbädern, wird ja ganz groß geschrieben, dieser Sicherheitsaspekt. Wie schaut es hier in Kapfenberg aus? Natürlich sind die Bademeister bestens ausgebildet. Das war ja auch das Glück, das der kleine Lukas letztes Jahr gehabt hat, weil diese Rettungskette optimal funktioniert hat. Angefangen von der Lehrerin über den Bademeister bis hin dann zu den Einsatzkräften. Die Kursteilnehmer haben die Möglichkeit, Schwimmen von Grund auf zu lernen. Heute waren es 17 Kinder einer Volksschule in Kapfenberg, die beim Unterricht waren. 10 davon konnten noch nicht schwimmen. Ja, das Wesentliche ist vor allem bei Kindern, dass sie Spaß daran haben, dass sie nicht irgendwie gedrängt werden oder gezwungen werden, sondern dass sie von sich aus grundlegend einmal das Gleiten, die Wassergewöhnungsübungen und dann Schritt für Schritt über die Bein- und Armtempos zum Schwimmen hingeführt werden. Jetzt sagt man ja, Kindern bringt man am leichtesten etwas bei, wenn das Ganze spielerisch gemacht wird. So ist es. Und wir bemühen uns auch mit Hilfe von Schwimmhilfen, dann den Kindern das Schwimmen eben Schritt für Schritt methodisch richtig beizubringen. Und wir machen das jetzt vom Freizeitsport aktiv seit über 20 Jahren und haben vom Babyschwimmkurs bis hin zu den fortgeschrittenen Kindern sehr gute Erfolge. Jetzt hat die Stadtgemeinde so einen Schwimmkurs für die ersten Klassen Volksschulen hier aufgrund des Unfalles im Vorjahr ins Leben gerufen. Wie lange wird das noch dauern? Ja, wir unterstützen die Lehrerinnen der Volksschulen in Kapfenberg jetzt bis, es wird gehen bis Mai. Und wir unterrichten die Nichtschwimmer und versuchen da in Kleingruppen eben die Kinder zum Schwimmen heranzuführen. Eine gute Sache, um gerade in diesem Bereich Unfälle zu vermeiden. Heute war es in unserem Sendegebiet meist niederschlagsfrei. Es zogen aber viele Wolken über den Norden und Osten der Steiermark. Vom Ausseerland bis Mariazell schneite es zeitweise auch leicht. Die Tageshöchstwerte, die lagen heute zwischen minus 2 und plus 3 Grad. In 2000 Meter Seehöhe hatte es um die minus 10 Grad. Ab morgen steigen die Temperaturen wieder an. Vorerst bleibt es noch freundlich und niederschlagsfrei. Gegen Abend tauchen im Norden einige Wolken auf. In der Früh ist es kalt bei minus 9 bis minus 3 Grad. Tagsüber kommen die Werte auf plus 1 bis plus 6 Grad. Das war Mürztal aktuell am Dienstag. Sollten Sie eine der Sendungen verpasst haben, kein Problem. Ab sofort können Sie alle Sendungen auf unserer neuen Homepage www.mema.tvo.at abrufen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und noch einen schönen Abend. Wiederschauen. Diese Sendung widmeten Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg, die Stadtwerke Bruck, die Stadtgemeinde Kapfenberg, die Stadtgemeinde Bruck, die Mürztaler Verkehrsgesellschaft und der Wirtschafts- und Tourismusverband der Einkaufsregion Kapfenberg.